dachte, das ist nur so, ich hau dir mit der Faust einen ins Gesicht spielt. Weil da gibt's auch Waffen. Ich glaube, das könnte ein richtig guter Titel sein. Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen. Ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran POW. Prisoners of War. Die Gefangenen des Krieges ist eine Arcade-Umsetzung von SNK. Kann ja eigentlich nur gut sein, kann eigentlich kaum was schief gehen. Ich habe es noch nie gespielt und spiele es mit euch zum ersten Mal. Wenn ihr kein NES-Game von mir versäumen wollt, dann einfach mal abonnieren. Kostet auch nichts, könnt ihr da unten gleich mal machen. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch immer über einen Daumen hoch. Aber lasst uns loslegen mit Prisoners of War. Klingt ja schon richtig episch. So, und da sind wir auch schon. Da sind wir auch schon. Yeah, geiles Intro. Prisoner of War. Start. Diesen Arcade-Titel, Münzen, brauchen wir zum Glück keine einwerfen. Hier am NES. Glück gehabt. Bleibt die Geldbörse voll mit Kleingeld. So, wir können gehen, wir können schlagen, wir können kicken, wir können auf Start drücken und Pause machen und wir können Select drücken und das bringt so rein überhaupt nichts. Gut, hier sind wir wohl im Gefängnis, hier war unsere Schlafmatte, hier war unser Bett, das nicht sehr gemütlich aussieht, hier ist ein Luftschacht. Warum sind wir noch nicht durch den Luftschacht geflüchtet? Hätten doch schon längst durch den Luftschacht flüchten können. Okay. Das ist wohl nicht die Geschichte, die hier erzählt wird. Wir sind nicht Sam Fischer und wir verprügeln hier jede Menge Leute, nehme ich mal an. Gut, können wir da irgendwie reingehen durch solche Türen? Nein, es ist ein typischer Side-Scroller, wo wir alle fest vermöbeln müssen. Und wenn wir nach rechts gehen, sehen wir weniger, als wie wenn wir nach links schauen. Gut, das ist, wir gehen nach rechts und wir... Das scrollt. Ach, das ist immer... Ja, das war oft bei den Games so, dass man nach rechts zu wenig sieht, wenn man nach vorne geht. Warum hat man das auch hier so gemacht? Ja, man war wohl einfach nicht gescheiter. Wie kann ich das Messer auflösen? Ja, so. Wow, mit Messer. Oh, das kann ich nur einmal schießen. Jetzt ist es weg. Das hätte ich mir wohl besser aufgehoben. Und du bist mal verprügelt hier. Und du auch. Komm an. Mal schauen, dass man auf einer anderen Höhe ist. Nehme ich mal an. Nee, die halten richtig was aus. Und kicke. Wo ist das Messer? Ich hätte gerne das Messer von dir. Hätte ich dich vielleicht nicht aus dem Bildschirm kicken sollen. Aber ich bin einfach so überpowered. Mit Power. Power of War. Ja, Prisoners of War. A Power of War wäre auch nicht schlecht. Jetzt habe ich ein Messer. Das Messer steckt dich jetzt ab. Tschüss, Junge. Super brutal. Aber warum ist da kein Blut? Ich vermisse hier ein bisschen Blut. Ah, da kann man wirklich reingehen. War mir nicht sicher, ob das geht. Ah, und... Messerkampf mit Fäusten. Okay. Ich brauche kein Messer. Ich mach dich auch mit meinen Fäusten platt. Tschüss, Junge. Fußschnuppern. So, und... Ah! Hat mich fast gestochen. Geht ja gar nicht. Das kitzelt meine Nase. Ah, ein Schlagring. Sehr gut, Schlagring. Wie nehme ich den? Den Schlagring. Komm. Schlagring, komm. So, Schlagring. A und B gleichzeitig, oder was? Kann ich die Boxen da... Kann ich da irgendwas demolieren? Da hinten ist ein Graffiti. Warum ist da was? Was? Da hängt was an der Wand. Da hängt einer an der Wand. Ein Bild von jemandem mit Brille oder so? Keine Ahnung. Keine Ahnung, was das soll. So. Nase gekratzt, weiter geht's. Mal gescheit aufrotzen hier in den Bildschirm rein. Ah! Da war. Ja, mit. Wie zeigt mit dem Schildgewehr? Wow! Das geht! Geil ist das denn? Ich dachte, das ist nur. So, ich hau dir mit der Faust einen ins Gesicht spielen. Weil da gibt's auch Waffen. Ich glaube, das könnte ein richtig guter Titel sein. Abgesehen davon, dass man in einer Richtung nicht sieht. So, tschüss, Junge. Weg damit. Wann kommst du auch zu einer Schießerei mit einem Messer? Das funktioniert so nicht. So, tschüss. Jetzt habe ich aber nur noch einen Schuss. Natürlich blöd. Kommt noch einer raus, den mit dem Messer. Der kriegt noch ein paar Schuss ab. Okay, jetzt sind mir die Munition rausgegangen, der hat mir die Schnauze gehabt. Der haut mir die Schnauze und verschwindet wieder. Mann, Junge, was ist los? Das ist mit Rache und so. Keine Rache. Keine Rache von mir. Haut mir in die Schnauze und verabschiedet sich wieder. Kann ich da reingehen? Jupp. Okay. Boah. Möchte ich fertig machen? Komm an, ich muss aufpassen, dass mich die nicht mit dem Messer wischen.
So, und, komm an. Nee, ah, weg mit dir. So, jetzt ist nur einer da, nur einer ist ein Schaffe. Abwechselnd mit Faust und Fuß. Kriegst du Watsche mit Fuß und ohne Schuh. Und Watsche mit Fuß und ohne Schuh. Was ist das da in der Autobahn? Bin ich jetzt in der Autobahn? Ah, ich kann auch andere Sprachen machen. Ich kann auch so machen. Ich komme so ein A und B gleichzeitig. Aha. E, A hintereinander, A, B hintereinander. Runter, rauf. Okay, na. A und B ist so ein Kickflip. Roundhouse Kick nennt man das gleich, oder? Uah. Tschüss. Und nochmal. Roundhouse Kick. Eigentlich ist irgendwas anderes. Er springt und haut währenddessen den Fuß nach oben. Keine Ahnung, sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Ah! Komm an! Tschüss! Fuß! Fuß! Fußeinsatz! Ich werde mit Fuß arbeiten. So. Ah! Ah! Voll erwischt hier. Verdammt. Leben verloren, glaube ich. Komm her! Ja, leicht ist es nicht. Aber es ist ja klar, diese Arcade Games war ja... Was machst du mir? Da haut mir da einfach eine Bombe vor die Füße. So, schnell weg damit. Wegbrechen, oder? Komm her! Komm an! Ja, diese Arcade-Klassiker waren darauf ausgelegt, dass man möglichst viele Münzen da reinhaut und verstirbt. War ich da schon drinnen? No! Ah! Komm an! Jetzt aber. So, Fuß, Fuß und Faust. Ah, Messer inhaliert. Ah, Messer inhalieren ist so ungut. Mackermesser inhalieren. Da, nimm das. Weg mit deinem Messer. Da, nimm das. Tschüss. So, was auch immer das ist. Hüll, die Landstraße. Ah, Hüll, wir leben. Doch nicht Landstraße, sondern Leben. Ist auch irgendwie naheliegender, oder? Als Landstraße. Ja, der blöde Schmier läuft halt wieder. Es ist Sonntag, ich nehme das Sonntag auf und ich werde es auch Sonntag gleich veröffentlichen. Ich werde heute gar nicht viel rumschneiden. Einfach mal 10 Minuten, mindestens 10 Minuten, ich sage immer, mindestens 10 Minuten GSNS Game. Und wenn es gerade Laune macht, auch länger, mal was soll's. Das ist wohl ein Spiel, das macht richtig Laune, das kann man auch länger spielen. Ah ja, ja, weg damit. Komm her, komm her, komm, 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 komm. Schnell, bevor du dein Messer zückst, zücke ich meinen Fuß. Lass dich dran schnuppern! So, da ist noch einer, der mit Fuß schnuppern möchte. So. So, da. Lauter Fußfreunde hier. So, weg damit. Kann ich diese Tonnen, da kann ich die zerstören? Ich möchte irgendwas zerstören. Schade. Schade, dass man nichts zerstören kann. Ich möchte Dinge zerstören. Warum kann ich da durchschauen? Ich kann das Haus durchschauen. Alter, habe ich ein Messer irgendwie eingesammelt? Aber warum kann ich das Haus durchschauen? Hätte das Schwarze zu viel gekostet? War schwarzes Hintergrund irgendwie zu aufwendig? Die Pixel haben sich gesagt, wir sparen uns dann noch 3 Pixel. Okay. Ich kann auch bei den Fenstern durchschauen. Ich weiß nicht, ob das wirklich notwendig gewesen wäre. Warum hat man das gemacht? Ich meine, Pixel war teuer. Das ist mir schon klar damals. Aber ich glaube nicht, dass es mehr Rechenzeit kostet, wenn man es durchgehend macht. Das kann nur ein Speicherplatzgrund haben. Man sich einfach gedacht hat, wir sparen uns die paar Pixel und ja, das könnte ich mir vorstellen. Speicherplatzgründe. So, der hat mal das Messer abgekriegt und den Fuß. Ja. Ja, hat zum Glück daneben gehauen. Nochmal die Faust inhalieren. Da, was kommt als nächstes? Nein, da ist er, ja. Da kommt genau einer. Komm her. Jetzt. Finde endlich. Komm an. Oder geht auch. Der will es genau wissen. Der andere ist einmal hin gewesen. So. Wieso? Warum hat er so viel aufgehalten? Ne? Er war sicherlich in der Karate-Schule besonders fleißig. Deswegen hat er kurz länger überlebt. Hat ihm auch nichts gebracht. Hier stärker. Komm. Ah! Das war nichts. Habe ich schon irgendwie befürchtet, dass das passieren könnte. Zu sehr am Rand. Ah! Schon wieder voll in die Schnauze bekommen hier. Oh, geh weg da. Geh weg! Die Grafik ist aber schon.
Grafik ist fein, Sound ist fein. Haben alles richtig gemacht. War sicher ein geiler Arcade-Klassiker. Wenn ihr es schon damals kennt, das Spiel, und das vielleicht auch in der Arcade-Halle gezockt habt, dann haut mir es in die Kommentare rein. So, ich will deine Waffe haben, ne? Sehr gut. Tschüss, Junge. Nimm dir deine Waffe weg und dann ball ich dich ab. So schaut's aus. So, da kommt einer. Tschüss. Inhaliere hier ein paar Kugeln. Nochmal inhaliere. Ah! Will auch eben wieder. Na was? Okay. Man sieht ja auch nach rechts nicht. Das ist ja wirklich ein Chaos hier. Ich schon fast kack gesagt, aber das sage ich natürlich nicht. Ich schimpfe ja immer relativ wenig hier. Ich versuche zumindest. Warum sieht man nicht nach rechts? Oh, Endboss. Dreck, der hat mich erwischt. Game over. Aber richtig gutes Spiel. Richtig nice. Ah ja, das kann man länger spielen. Was ist, wenn ich jetzt auf Continue gehe? Wo fahre ich denn an? Ah, wieder ganz von vorne. Da hätte ich wahrscheinlich diesen Endgegner da schaffen müssen. Wenn es denn einer war. Sonst muss ich hier wieder von ganz vorne anfangen. Und da ich keine Münze habe, hilft mir das jetzt auch hier nicht weiter. Ja. Oh, Prisoners of War am NES. Kann man zocken, Leute. Kann man zocken. Und was man noch so alles zocken kann, das könnt ihr euch gleich mal da anschauen. Das verlinke ich euch. Nämlich, ich freue mich auf eure Kommentare. Ich beantworte auch versprochen. Ich beantworte jede Kommentare. Jedes Kommentar wird beantwortet, egal wie dumm es ist oder wie intelligent es ist. Und ich freue mich über einen Daumen hoch und abonnieren nicht vergessen. Für euch geht's gleich hier weiter. Viel Spaß und bis gleich.